Mein Papa sagt, dass Supermutanten Kinder zum Frühstück essen, aber der will mir sicher nur Angst machen. Alter, wenn du in die Aufnahme reinlaberst, dann passiert das gleich. Dann hole ich Strong und der frisst dich dann. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Fallout 4 Video. Ja, ich werde hier gleich ein paar Kurzgeschichten meiner bisherigen Commonwealth-Reise erzählen. Und ich habe einfach mal Preston mitgenommen, denn ich habe gesehen, dass man auch Geschichten über eben jene Situation in Concord erzählen kann. Und ich hoffe, dass Preston sich dazu äußern wird, weil ich habe nämlich vor, ein bisschen zu flunkern bei der Kurzgeschichte. Hey, was brauchst du? Wir wollen jetzt den Kindern eine Geschichte erzählen, Preston. Komm bitte mit. Hier drüben. Verstehe. Dorthin! Ist so gut wie erledigt. Beeil dich! Mach hinne! Schneller! So. Da. Ich kümmere mich drum. So. Kann man ihm sagen, er soll sich hier irgendwo hinsetzen? Leider nein. Gut. Warte da. Bleib da. Ich warte auf dich. Tolle Führung, nicht wahr? Aufseher McNamara sagt, dass ich gut mit Leuten umgehen kann. Viel besser als Möchtest Oma. Du den Schülern jetzt eine deiner nicht. Geschichten erzählen? Ich glaube, Oma ist das würde ich sehr gerne machen. Zumindest mir ja, gegenüber. Würde ich gern. Wunderbar. Die Kinder sind so aufgeregt. Kinder, hört bitte zu. Wir haben heute einen Gast, der uns Geschichten über das Commonwealth erzählt. Hast du schon mal gegen eine Todeskralle gekämpft? Gegen mehrere sogar. Todeskrallen sind sehr gefährlich. Es war ein harter Kampf. Wie hast du sie erledigt? Eine Gruppe Raider hatte meinen Freund Preston in die Enge getrieben. Aber du hast ihn gerettet, oder? Ich hoffe so sehr, dass Preston gleich darauf reagieren wird. Preston hatte solche Angst, dass ich den Rest der Raider alleine mit einem Billardkö besiegen musste. Unmöglich. Mit einem Billardkö? Hatte dieser Vault schon mal Probleme mit Raidern? Die lassen uns in Ruhe. Sie kommen nicht rein, wenn wir es nicht wollen. Ich war nicht darauf vorbereitet, als die Todeskralle rausgekrochen kam. Gott sei Dank hatte ich die Powerrüstung. Das klingt gruselig. Ein Schuss in jedes Auge und einen in die Stirn. Dann war die Todeskralle erledigt. Wow, du kannst echt gut schießen. Vielen Dank für die Geschichte. Kinder, bedankt euch. Danke. Danke. Und wir möchten uns mit diesem kleinen Geschenk bedanken. Hier. Nice. Ach, schade, Preston hat sich ja gar nicht so geäußert. Ich habe den jetzt extra mit hierher gebracht, weil ich dachte, der würde da eventuell ein bisschen seinen Senf zu geben, aber nein. Das war das letzte Mal, dass ich Ashes aus den Augen gelassen habe. Oh Mann, ey. Okay, dann wollen wir denen mal die Wahrheit erzählen, nicht wahr? Weil das kann ja nicht sein. Man soll Kinder ja auch nicht anlügen. Das ist ja auch kein gutes Beispiel. Ja. Mit etwas Hilfe stimmt nicht ganz. Ich habe in der Tat alleine gegen Raider und die Todeskralle gekämpft. Todeskrallen sind sehr gefährlich. Wie hast du sie erlebt? Raider haben Preston in Falle gelockt. Eine Gruppe Raider hatte meinen Freund Preston in die Enge getrieben. Aber du hast ihn gerettet, oder? Preston hatte Angst. Oh, schade, dass er dazu nichts sagt. Ich müsste mal Deacon mitnehmen, der wird das bestimmt voll feiern, dass ich hier rumliege. Wir hatten alle Angst. Es tauchten noch mehr Raider auf. Preston sagte, ich sollte die Powerrüstung einsetzen. Mensch, ich würde so gerne eine Powerrüstung finden. Ja gut, wir hatten nicht... Also ich hatte jetzt keine Angst, aber... Na, wir wollen ja nicht abheben mit der Geschichte. Ich war nicht darauf vorbereitet, als die Todeskralle rausgekrochen kam. Gott sei Dank hatte ich die Powerrüstung. Das klingt gruselig. Der Preston hat mir nicht wirklich geholfen. Der hat ja nichts gemacht im Grunde. Also, ja.
Ich war da nur mit der Powerrüstung und der Minigun. Die Minigun hat mir, by the way, kann nicht... Kann ich jetzt gehen? Nein! Du hörst jetzt zu, verdammter Scheiße! Die Minigun hat mir nicht wirklich geholfen. Also ich meine, die war zwar schon zu dem Zeitpunkt ein bisschen OP, aber wie das eben bei großen Waffen so ist, ist die, die Trefferrate, also die, ne, nun? Die Zielsicherheit halt scheiße, weil die Feuerrate eben so hoch ist und, naja, egal. Ich war schwer verletzt, aber Preston und ich hatten das Vieh erledigt. Preston hat gar nichts gemacht! Vielen Dank für die Geschichte. Kinder, bedankt euch. Danke. Und wir möchten uns mit diesem kleinen Geschenk bedanken. Hier. Das ist nett. Du bist nutzlos, Preston. Ja, Kinder, das war's dann auch mal wieder heute mit einer Kurzgeschichte. Schaltet morgen wieder ein, denn dann erzähle ich euch, wie ich den Mechanist im Alleingang besiegt habe. Den Mechanist und seine Roboterarmee. Ja, Tschüssikowski und haut rein.